Der Handelskrieg ist vorerst abgewendet. US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verständigen sich auf einen gemeinsamen Kurs im transatlantischen Handelskonflikt. Die Partner wollen verhandeln, um die Annullierung sämtlicher Zölle auf Industriegüter zu erreichen. Wir sind hier im Weißen Haus zusammengekommen, um eine neue Phase in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union einzuleiten. Eine Phase der engen Freundschaft und der starken Handelsbeziehungen, von denen beide Seiten profitieren werden. Ich hatte die Absicht, heute einen Deal zu machen, und wir haben heute einen Deal gemacht. Die von Trump bislang angedrohten Strafzölle auf europäische Autos sind nach EU-Angaben vorerst vom Tisch. Zudem stellt Trump die Rücknahme der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium in Aussicht. Trump hatte Anfang Juni Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa in Kraft gesetzt, worauf die EU mit Gegenzöllen auf US-Waren antwortete. Noch kurz vor seinem Treffen mit Juncker hatte Trump in einer Rede gegen die Europäer gewütet. Was die EU den USA antue, sei unglaublich und schlecht.